Jo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert den Kanal, liked das Video. Ich habe heute wieder ein ganz tolles Modell für euch vorbereitet. Darf ich präsentieren? Moni. Hi. Hallo, was geht ab? Leute, Moni war meine allererste Dauerwelle, I swear, bei meiner Meisterprüfung 2015. Habe ich der Moni eine Dauerwelle gemacht und ich habe die Prüfung natürlich bestanden, na klar. Mit Bravour. Mit so tollen Haaren, Leute, schaut euch das einmal an, ja? Schaut euch das einmal an. Wir haben hier ungefähr brustlanges Naturhaar, das nicht oxidativ behandelt wurde. Wie lange hast du die Dauerwelle dann eigentlich getragen? Weil wir haben dir dann ziemlich lang noch weiterhin eine Dauerwelle gemacht nach der Meisterprüfung. Stimmt, ich hatte sie ein Jahr lang. Ein Jahr lang? Ja, wir haben immer wieder Termine. Nein, ein Jahr lang. Okay. Okay. Und immer wieder Termine, dass wir sie dann Genau. Und schön heute, gemacht haben. Heute, 7 Jahre später, wie hast du vorher gesagt, ein Schulkind später. Ein Volksschüler. Ein Volksschüler später machen wir wieder eine Dauerwelle, heute mit 3 verschiedenen Wicklern und das Ganze wird heute richtig lockig. Du hast vorher gesagt, du willst sie schulterlang haben und dass ich einiges wegschneiden darf. Darfst dich austoben. Es wird so sein, dass sie vielleicht so lockig sein werden, dass sie dann auf den Schultern auflegen. Nein, du wirst nicht aussehen wie ein Pony. Danke. Starten wir? Auf jeden Fall. Let's go. Warte, die perfekte Vorbereitung für die Dauerwelle, das Interactive Shampoo von La Biostetik. Es geht schon los. Monika, ich habe eine Bitte an dich. Wenn du deine Schultern bitte zurückgibst, soweit du kannst, und dein Kinn, soweit du kannst, hinunter. So. Leute, wir werden der Monika jetzt noch ein wenig die Haare schneiden, bevor wir die Wickler aufwickeln. Und es geht auch schon los, es kommt ein gutes Stück weg. Und natürlich werde ich mir das so zurechtschneiden, dass ich mir beim Wickeln besonders leicht tue. Es kommt einiges weg und es geht auch schon los. Aus, oder? Gute Länge. Kann man noch zusammenbinden, alles noch da. Mhm. Leute, ich fange jetzt an, die Dauerwelle zu wickeln. Ich bin fertig mit dem Schneiden. Heute nehmen wir Blau, Grau, Rosa und Beige. Es geht auch schon los. Ist gewickelt und abgesteckt und jetzt werde ich die Well-Lotion auftragen. Ich habe hier einmal Hydrowave Perm Lotion N von La Biostetik mit 3 Ampullen PCC, damit Monis Haare nach der Dauerwelle schöner sind als vor der Dauerwelle. Ja, ich weiß, ich sage das auch in allen anderen Videos und wir legen auch schon los. Bitte, Leute, wenn ihr so gewickelt habt, klassisch, bei so langen Haaren, lasst euch Zeit mit dem Präparieren. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das Haar das Präparat ordentlich aufsaugt. Es geht auch schon los. Fangen wir gleich hier auf der Seite an. Let's go. Musik.
30 Minuten einwirken. Ich weiß, sehr lang, aber mit PCC und die Moni hat wahnsinnig glatte Haare und es soll ja doch eine richtig, richtig knackige Dauerwelle werden. 35 Minuten und dann fixieren wir das Ganze. Dauert nicht mehr lang. Perfekt. Ah, verdammt! Das gibt's doch nicht! Die Handschuhe fehlen. Nein, du kannst dich ruhig zurücklehnen, Moni. Warte. Jetzt aber, ich hol schnell welche. So. Okay, Leute, die Einwegzeit des Präparats, die Einwegzeit vom Dauerwellpräparat ist vorüber, 35 Minuten. Jetzt spülen wir das Ganze. Mindestens 5 bis 10 Minuten spülen, dass wirklich alles vom Präparat draußen ist. Ich habe hier 100 ml Perm Fix von Labiosthetic. Das ist meine Fixierung und ich gehe jetzt zuerst mit dem Fläschchen über jeden einzelnen Wickler drüber und anschließend fixieren wir nochmal mit dem Schwamm. Die Fixierung lassen wir 10 Minuten einwirken und dann machen wir endlich die Wickler ab. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine richtig geile Dauerwelle. Wow, Moni, du wirst so eine Mähne haben. Es wird so schön ausschauen. Ich bin so gespannt. Wie vor 7 Jahren beim Meister. Jetzt promovierst. Zeit der Fixierung ist vorüber, die spülen wir jetzt gut aus und dann kommt die Abschlusspflege drauf, es geht schon los. Moni, gleich siehst du deine Dauerwelle. Und wie wir im letzten Video gelernt haben, die Haare immer gut abtrocknen, bevor eine Pflege aufgetragen wird, damit die Pflege so gut es geht vom Haar absorbiert wird, eingesaugt. Ergebnis. Ready, set, go. Ja, Wahnsinn. Ja, da sind sie wieder, gell? Da sind sie wieder, die Curly Curls. Aber es ist viel mehr als letztes Mal. Echt jetzt? Ja, es ist viel mehr. Viel, viel mehr? Ist das gut oder schlecht? Gut. Sehr gut, perfekt. Wahnsinn. Ja, jetzt hast du einen anderen Kopf. Dann machen wir das Styling natürlich mit dem besten Sea Salt Spray auf der Welt, der Wellenreiter, Salze aus der Nordsee und Lavendelöl aus der Mont Blanc Region. Stylt und pflegt euer Haar gleichzeitig. Cool, oder? Wahnsinn. Sieht urgut aus. Bin begeistert. Gefällt's dir? Ich find's großartig. Urcool, oder? Leute,
So sieht das Ganze im nassen Zustand aus. Ist es nicht wunderschön? Es ist wirklich großartig. Oh mein Gott. Moni hat den Scheitel immer hier auf der rechten Seite, trägt die Haare so rüber. Was jetzt natürlich nicht fehlen darf, der Wellenreiter, so haben wir es. Der Wellenreiter, das allerbeste Sea Salt Spray. Bei so einer Haarlänge, für ein schönes Styling, kann man ruhig ohne Probleme 50 Sprühstöße verwenden. Es geht auch schon los. Okay, ich fange jetzt mit dem Trocknen an. Ich werde dafür den Dyson Diffuser verwenden und mit erster Luftstromstärke und erster Hitzestufe föhnen. Moni, wenn du dich zu mir drehst, bitte, und einmal mit Schwung deine Haare nach vorne wirfst und dann vorne bleibst. Yes, genau so. Bereit für das Endergebnis. Sure. Tada! Wow! Geil, oder? Okay. Was sagst du? Kann man so lassen. Es ist echt cool. Und es ist definitiv mehr als vor 7 Jahren. Etwas Wahnsinn. Lockiger als beim letzten Mal. Ein bisschen. Aber wirst sehen, es hängt sich ja ein bisschen aus, so nach 2 Wochen. Du kennst das eh vom letzten Mal. Nein, es ist wahnsinnig cool. Voll. Ich finde es auch mega nice. Wie ein anderer Mensch, oder? Ja. Crazy. Wir es ist eine andere Monika reingekommen, als rausgeht. So ist es. Mhm. Und ich muss sagen, die neue Monika, die gefällt mir richtig gut. Die sieht verdammt knackig aus mit ihrer Dauerwelle. Alright. Knackig. Ja, wieder so ein Boomer-Wort, oder? Leute, wir haben nicht nur die Dauerwelle gemacht, sondern auch einiges weggeschnitten. Ich glaube, es waren insgesamt sicher so 15 cm oder so. Der Boden ist übersät mit meinen Haaren. Ich habe hier was Urcooles für dich. Einmal das allerbeste Sea Salt Spray auf der Welt, der Wellenreiter beim Scheltiada. Leute, Link vom Wellenreiter ist in der Bio. Hier für dich. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinen neuen Haaren. Und ich kann es jetzt schon kaum erwarten, wenn du wiederkommst zum Dauerwelle nachwickeln. Ja, ich auch. Ich werde sicher ganz viel Freude damit haben. Oh yes. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, liked das Video. Okay. Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ciao.